Ja, nichts sagen, ne? Aber das ist gerade eine eigene Welt. Eine eigene Welt in vier Wänden? Oder was? Scheinen jetzt meine Männer zu sein. Okay. Dann werde ich mich jetzt mal zurück. Wartungssektor. Also das Spiel ist echt gut. Das macht echt Spaß. Hätte ich nicht gedacht, ne? Da sieht man wieder, man muss echt offener sein für viele Arten von Spielen. Auch wenn sie vielleicht in der ersten Sekunde nicht ansprechend aussehen. Aber mich mal ein, zweimal mehr, ein bisschen mehr. Weiß etwas über Dylan. Ist er hier? Geht es ihm gut? Zuerst die HF. Sekunde. Ganz brav. Wo ist denn das Hypnose-Labor? Sie können alle retten. Auch Dylan, wenn ich ihn finde. Besser nicht für das Hypnose-Labor. Kannst du ihn schützen? So wie mich? Und kurz schauen, Männchen. Irgendwie in diese Richtung. Dann muss ich irgendwo ins Belüftungssystem erstmal rein. Arbeite lieber als die Direktorin. So, habe ich hier anscheinend irgendwo eine Tür, wo ich vorher nicht reingekommen bin. Zurechtfinden. Dann hier und da müsste das. Also ich war schon in der Wartung zurechtfinden, tue ich mich aber trotzdem nicht. Die einzige Tür, die ich sehe, wo ich vorher noch nicht drin war, ist da. Sekündchen.
gehe nochmal eine Etage höher. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, bin ich ganz ehrlich. Und weil das, das hier hinten lang muss, ist unwahrscheinlich. Kontrollraum. Schwarzstein verarbeitet. Zugangskorridor, vielleicht doch. Zugangskorridor da oben. Aber das eine Ding, ich weiß nicht, ob das da einfach nur schlecht ausgeschwärzt ist oder. Oder ob wir da langkommen. Ich meine, möglich ist alles. Sektor. Ich gehe nochmal zurück. Doch, da steht's ja. Oh, hier war ich auch schon. Hier drin war ich nämlich auch schon. Ich kann mal gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. So, das war jetzt ein Turbinenraum. Ich muss ja einfach mal rein. Ja, das sind auf jeden Fall Turbinen. Das sind Ersatzenergiekerne. Ich glaube, ich sollte hier eigentlich noch nicht sein. Ich noch irgendwo einen rumfliegen? Glaub nicht. Mach ich mit dem von unten nochmal. Ihr könnt ja. Komm mal mit. Aktualisiert. Hallo, sind Sie offen? Wir hätten gerne.
gern ein Zimmer. Ich weiß nicht. Das Licht ist an. Es müsste offen sein. Wir hätten gern ein Zimmer für heute Nacht. Hallo? Ich glaube, es ist keiner hier, Schatz. Komm, wir fahren zu dem anderen Motel, das wir gesehen haben. Okay, was soll ich denn diesmal? Möchte ich nicht. Warte, was? Sind zwei offen? Zimmer Nummer 3 offen, okay. Das Rätsel wieder. Nicht so wie das andere. Das andere war echt. Das war richtig kacke. Ich mag das Ocean View Hotel oder Motel. Gänsehaut, ey. Das ist jetzt wirklich richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Aber wo sind jetzt diese Schwarzsteine? Ah. Ich denke, ich weiß wo. Wir müssen zur Schwarzsteinverarbeitung gelangen. Marshall sagte, dort finden wir ein Prisma. Ich noch gar nicht rein, dafür bin ich nicht berechtigt als Direktorin. So. Die Atlaskammer ist eine physische Form des Ausdrucks des Ältestenhauses. Ihr Sinn und ihre Funktion sind derzeit unbekannt. Die besondere Form des und besonderen Dimensionen der Atlaskammer, siehe Akte ATL 03, um eben jene Dimensionen einzusehen. Scheinen eine expliziertere Absicht als die gewöhnlichen Wendeböden und Verschiebungen des Ältestenhauses auszudrücken. Die Atlaskammer verändert ihre Form, lässt sich dabei jedoch nicht beobachten. Während des Veränderungsprozesses konnten keine visuellen Beobachtungen gemacht werden und wenn Überwachungskameras zum Einsatz kommen, erfolgt die Veränderung zwischen Einzelbildern. Eine frühere Theorie besagt, dass diese Veränderungen mit den Hausverschiebungen übereinstimmen und dass die Atlaskammer selbst ist. Allerdings erfolgen die Formänderungen nicht zur selben Zeit wie die Gebäudeverschiebung, was diese Theorie zweifelhaft erscheinen lässt. Was die Struktur angeht, so besteht die Atlaskammer aus demselben Material wie der Rest des Ältestenhauses. Weitere Beobachtungen werden hoffentlich ihren Zweck ans Licht bringen. Vollständiger Bericht in Akte 8-37-3592. Multimedia. Resonanz. Resonanz ist der Schlüssel. Vibrationen, Frequenzen, Kurven, Felder, von denen wir nichts ahnen. Das ist Physik. Und diese Felder in komplexer Interaktion verwandeln die Realität, mit der sie Kontakt haben. Hedron kommuniziert mit mir. Es will mich vor etwas Drohendem warnen. Ich versuchte, alle bekannten Methoden zur Analyse der Daten, habe mich verwundbar gemacht. Ich sehe Dinge und werde von Zwängen geplagt. Es sind nicht nur die Daten, es schützt uns. Es ist freundlich. Nicht mehr lange,
Dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse. Virale. Gut, das kennen wir ja schon. Hotline. Objekte der Macht. Okay.